Rom, die Stadt am Tiber, begründete vor mehr als 2000 Jahren ein Weltreich. Dieses Imperium galt es zu schützen. Mit Hilfe der römischen Armee und ihren Hilfstruppen sollte das gelingen. Die Kaiser Roms schufen ein gigantisches Instrument der Kontrolle. Monumentale Grenzanlagen, die das gesamte Reich umschlossen. Im 2. Jahrhundert nach Christus umfasste das Römische Reich ausgedehnte Gebiete in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika. Die Außengrenzen des Imperiums sorgten für Stabilität im Reich. Sie bildeten gleichzeitig Kontaktzonen unterschiedlicher Kulturen. Die Grenzen erstreckten sich über eine Länge von mehr als 5000 Kilometern. In regelmäßigen Abständen überwachten größere und kleinere Militärlager und Wachtürme das Grenzgebiet. Flussläufe, Holzpalisaden, Steinmauern oder Erdwälle bildeten durchgehende Hindernisse. Manchmal war es eine lineare Grenze, ein Wall, ein Graben, und deren Bau wurde festgehalten auf Inschriftensteinen, wie wir sie hier sehen. Diese hier verweisen auf den Bau des Antonine Wall. Heute sind die einstigen römischen Grenzanlagen gemeinsames Erbe dreier Kontinente und für die Menschheit von universeller Bedeutung. Der Limes in Deutschland und der Hadrianswall in England sind bereits durch die UNESCO zum Welterbe erklärt worden. Es gibt eigentlich nur ein einziges anderes Objekt auf der Welterbeliste, das vergleichbar damit ist. Das ist die chinesische Mauer. Das heißt, eine so lange Grenzbefestigung, deren Wert wurde vom Welterbekomitee sofort erkannt. Also es gab überhaupt keine Schwierigkeiten mit dem ersten Dossier des Hadrian's Walls. Die Grenzen des Römischen Reiches haben einen herausragenden Kulturwert. Sie dienten nicht nur der Sicherheit einer der größten Zivilisationen der Menschheit, sie waren auch ein Meisterwerk der Planung und Architektur. Vor allem aber waren sie der Ort, an dem unterschiedliche Ideen, Gesellschaften und Religionen aufeinandertrafen. In den kommenden Jahren können weitere Abschnitte römischer Grenzen wie der Antoninuswall, der Donaulimes oder der Limes am Rhein zum Welterbe erklärt werden. Eine der interessantesten Entwicklungen in der letzten Zeit war die Schaffung eines neuen Welterbes Grenzen des Römischen Reiches. Viele Welterbestätten, und es gibt auf der Welt mehr als 800 davon, sind Einzelmonumente. Nur wenige sind grenzüberschreitend. Was nun entwickelt wird, ist ein ganz neues Konzept, ein internationales, ein multinationales Welterbe, das sich über mehrere Länder erstreckt. Und das ist das Grenzen des Römischen Reiches Welterbe. Das ist ein Erbe, was die gesamte Gemeinschaft der Menschen zusammen schützen muss und auch alles tun muss, um dieses ungewöhnliche Erbe der Menschheit an zukünftige Generationen weiterzugeben.
In diesem Zusammenhang haben für uns die Grenzüberschreiten, also das heißt die direkt zusammenhängenden Städten, beziehungsweise die Städten, die transnational sind. Diese haben für uns eine ganz besondere Bedeutung, weil die Länder sind gezwungen, zusammenzuarbeiten. Schon in früheren Zeiten faszinierten die Menschen die römischen Hinterlassenschaften. Viele Denkmäler wurden erforscht und teilweise auch rekonstruiert. Erst in der Renaissance, bei uns im 15. Jahrhundert, sahen sich die Menschen die römischen Grenzen wieder an und machten Aufzeichnungen. Die große Ära der Aufzeichnungen und der Schriften über diese Monumente begann aber erst im 17. Jahrhundert. Dann kamen mehr Besucher, es gab mehr Aufzeichnungen und schließlich im 19. Jahrhundert begann die archäologische Erforschung. Die römische Militärarchitektur war sehr einheitlich und findet sich im gesamten Römischen Reich und besonders an den Grenzen wieder. Dennoch gab es in den Bauweisen regionale Unterschiede. Soldaten konnten vom einen Ende des Reiches zum anderen verlegt werden. Bei Offizieren geschah dies öfters, und so gab es eine Art von Vereinheitlichung. Aber natürlich mussten die Gebäude, in denen die Soldaten lebten, den lokalen Verhältnissen angepasst werden. Ein Kastell im Nahen Osten, in Syrien oder Jordanien, ist sehr unterschiedlich im Vergleich mit einem Kastell an der Donau oder am Rhein, eben aufgrund des Klimas. Heute sind nur noch wenige Überreste römischer Grenzbauten erhalten. Darum ist der Schutz dieser Denkmäler besonders wichtig.